Willkommen zu Europa im Dialog, zu einem EU-Bürgerdialog. Und wir fragen, was bringt Europa den Steirerinnen und Steirern? Wir haben Bürgerinnen in der Steiermark gefragt und ich frage das auch meine Gäste, nämlich Tina Obermoser, die ich sehr, sehr herzlich begrüße. Frau Obermoser ist Europakommunikatorin, nämlich im Europe Direct Steiermark und in Personalunion auch Referentin im Referat für Europa und Internationales für die Steiermärkische Landesregierung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und begrüße Tim Joris Kaiser. Herr Kaiser ist Berater für wirtschaftspolitische Koordinierung in der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, es geht um die Steiermark. Mhm. Und Sie kommen aus der Steiermark, Sie machen Europa-Öffentlichkeitsarbeit in der Steiermark. Hinter Ihnen leuchtet die steirische Fahne. Sind die Agenda Grün-Weiß. Agenda Grün-Weiß und natürlich Gelb-Blau. Mhm. Ja, wie ist Europa in der Steiermark? Sind die Steirerinnen und Steirer Vorzeige-EuropäerInnen? Die Steiermark ist sicher ein sehr innovatives Land und das funktioniert sehr gut. Ich glaube, es gibt so zwei Ebenen, auf formaler Ebene und nonformaler Ebene. Auf formaler Ebene würde ich sagen, was die Steiermark auszeichnet, ist, dass wir als einziges Bundesland eine Europastrategie haben, die vom Landtag verabschiedet worden ist. Das finde ich doch besonders, also eine Strategie für Europa und Internationales. Und ja, da geht es natürlich um einen Wirtschaftsstandard und da geht es darum, dass Europa bei den Bürgerinnen und Bürgern verankert ist. Und ein wichtiger Punkt ist drinnen, nämlich der Europakommunikation. Und das Zweite würde ich sagen, nonformal, dass ganz, ganz viel passiert im Bereich Erasmus, im Bereich von der Bildungsdirektion, es gibt dieser Universitätsstandort, Forschungsstandort. Also ich glaube, in diesem Bereich passiert sehr, sehr viel und da ist es den Steirerinnen und Steirern durchaus bewusst, dass Europa eine wichtige Rolle spielt. Natürlich die Grenzerfahrung, die Wirtschaft, exportorientierte Unternehmen sind in der Steiermark tätig und ja, also vor diesem Hintergrund ist es in der Steiermark schon sehr gut verankert. Und Sie sind eben ganz persönlich für die Bürgerinnen und Bürger da, um über Europa zu informieren. Ich habe es erwähnt, Europe Direct. Wir haben an dieser Stelle schon öfter darüber gesprochen. Können Sie ganz kurz erklären, was ist eine Europe Direct Informationsstelle? Gerne, es ist eine wunderbare Schnittstelle, weil Europa kann man ja nicht alleine von Brüssel aus kommunizieren. Das ist eigentlich der Gedanke, wir sind ja alle Europa. Und die Europäische Kommission hatte im Jahr 2005 die wunderbare Idee, das einfach dezentral zu organisieren. Das heißt, es gibt über 400 Europe Direct Stellen, Informationszentren als Drehscheiben in ganz Europa. Und in Österreich gibt es 10 davon. In Salzburg sind es 2 und in der Steiermark ist eines, dafür ein wunderschönes in Graz, in der Landhausgasse 7. Und wir sind, ich würde sagen, zuständig für Europa. Kommunikation, das heißt die aktive Kommunikation. Wir gehen aktiv zu Bürgerinnen und Bürgern und sagen, hey, wie sehen Sie es? Wie haben Sie es mit Europa? Wo drückt der Schuh? Welche Probleme sehen Sie? Welche Sorgen? Aber was taugt Ihnen? Dann Europa-Information, das würde ich so als passiv sehen. Wir haben dieses Bürgerbüro mitten in der Landhausgasse 7 mit dem schönen Schaufenster, wo Menschen jederzeit eingeladen sind, vorbeizukommen. Wir sehen das jetzt auch. Genau. Nämlich mit dem Martin Sellmeier, dem Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich. Richtig, wunderbar. Also wunderbarer Unterstützer. Und wir sehen das in Rahlblau, also wirklich im Europablau. Und ich bin wirklich stolz auf diese Auslage, muss ich ehrlich sagen, weil es klopfen dann immer wieder Kinder dran, sie hätten gern dieses Malbuch oder dieses Europaspiel von uns. Und wir schicken das kostenlos in Klassenstärke auch aus an Schüler. Es kommen sehr viele Lehrpersonen, diese Informationen holen. Aber auch wirklich als Stelle für alle Fragen rund um Europa, Förderungen, es ist eine Drehscheibe. Und zu guter Letzt machen wir auch noch Europa-Bildung, was mir am Herzen liegt. Das heißt, wir bieten Workshops auch an für Jugendliche, für Schulen. Und das Land Steiermark fördert auch Brüsselreisen oder Reisen zu den europäischen Institutionen nach Straßburg, Brüssel und Luxemburg. Mit 100 Euro pro Schüler und Schülerin, ist nicht wenig. Wahnsinn. Also was eigentlich im Programm der Bundesregierung ist, ist in der Steiermark schon umgesetzt sozusagen. Seit 2011.
Ja. Herr Kaiser, das klingt ja sehr fantastisch. Man sagt oft oder man wirft oft den europäischen Institutionen vor, es ist alles so zentral, es wird alles in Brüssel entschieden und es ist wenig Bürgernähe. Aber das ist ja ein Beispiel, dass es ganz, ganz nahe geht, nämlich wirklich vor der Haustür. Was ist für die Öffentlichkeitsarbeit wichtig aus der Kommissionssicht sozusagen? Ich denke, genau das, ja. Also genau wie die Tina gesagt hat, das wird nicht nur von Brüssel aus gemacht, sondern wir sind alle Europa. Das muss natürlich auch vor Ort stattfinden. Wirklich die europäischen Bürger, die Bürger in der Steiermark, in Österreich, sind ja nun auch einfach in ihrem täglichen Erleben daran gebunden. Es gibt europäische Regeln, es gibt alle möglichen Geschehnisse und Gesetze, die natürlich sehr relevant sind, auch in der Steiermark. Und jedes Mal, wenn Fragen auftauchen, dann ist es die beste Stelle, denke ich, dass es genau vor Ort zu finden ist, am besten auch noch in einer super Präsentation so. Also klasse. Wir waren natürlich, also ich war in Graz und habe am Hauptplatz Bürgerinnen und Bürger gefragt, hören Sie, was sie sagen. Das ist für mich eine Werte- und eine Wirtschaftsgemeinschaft. Meine Erwartungen sind die, dass durch die engen Verknüpfungen untereinander, dass kein Krieg entsteht, dass es einen geregelten Wohlstand gibt für alle, auch für die Länder, wo es derzeit noch nicht so gut funktioniert. Das ist so meine Grundvorstellung. Die Europäische Union ist ein loser Verband von Ländern, die eine gleiche Gesinnung tragen, sowohl im Herzen als auch im Kopf, und die politisch orientiert sind in Gedanken, dass die Menschenrechte geachtet werden und dass die Freiheit des Menschen an oberster Stelle steht. Und die Zukunft, ja, mehr kann ich mir eigentlich, es funktioniert mehr schlecht als recht, finde ich. Was müsste besser sein? Ja, mehr Zusammenhalt, mehr Absprachen, mehr, nicht jeder zieht irgendwie in eine andere Richtung, so wird es irgendwie nicht funktionieren. Sollte wie in einer großen Familie funktionieren. Für mich persönlich die Europäische Union Frieden, Freizügigkeit und Freiheit. Und Erwartungen habe ich an die Europäische Union dahingegen eigentlich nur, dass man weiter zusammenfindet, dass man diese Idee, die man ursprünglich mal hatte, weiterlebt und dass sie näher an den Bürger kommt und vielleicht auch demokratischer wird von Grund auf. Also die Europäische Union ist für mich auf jeden Fall eine Wertegemeinschaft, neben der wirtschaftlichen Gemeinschaft, und im Moment absolut gefordert, irgendwo dementsprechend mal zusammenzurücken und zu zeigen, vor allem irgendwie, dass man wirklich als Gemeinschaft die Werte vertritt und weiterverfolgt und sich auch weiterentwickelt. Sprich, dementsprechend auch den Gemeinschaftsgedanken noch vertieft. Ja, die Frau Monika hat eben gerade gesagt, es sollte eigentlich wie eine Familie sein, also mehr Zusammenhalt. Mhm. Und Andreas spricht dann an Friedensprojekt. Mhm. Wir sind jetzt natürlich in einer ganz schwierigen Zeit. In der Ukraine sterben Tag für Tag Menschen. Seit Wochen herrscht dort eben ein Krieg. Putin, Russland hat eben die Ukraine angegriffen. Spielt das jetzt eine maßgebliche Rolle in Ihrer Europakommunikation, wenn Sie mit den Menschen sprechen? Selbstverständlich spielt das eine Rolle. Ich glaube, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende, Zäsur. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Ich möchte nur kurz eine kleine Geschichte erzählen von meiner Tochter. Die ist jetzt 8 Jahre alt. Und für sie ist es schwer vorstellbar, wo die Mama arbeitet, wie die Mama arbeitet. Und ich habe immer erklärt, ich arbeite für Europa, dass du in einem friedlichen Europa lebst. Und es gibt keinen Krieg in Europa. Und sie kann schon lesen, geht in die zweite Klasse Volksschule, schlägt am 24. März so die große Zeitung auf und es steht Krieg in Europa. Zieht mir die Gänsehaut auf und sie hat mir angeschaut, Mama, du hast gesagt, es gibt keinen Krieg in Europa. Und ich war echt persönlich betroffen. Und das merke ich auch in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, einfach die Angst, dass es näher kommt. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist jetzt genau, ich meine, so furchtbar es klingt angesichts dieser Katastrophe, wieder ein Punkt, der uns wieder näher bringt an das, wofür Europa eigentlich ursprünglich gedacht war.
und dass wir uns eigentlich besinnen. Ich kann mich noch erinnern, wir Europakommunikatoren, wenn wir am Sonntag oft zu Reden gehalten haben und auf den Frieden, Herr Weingartner, Sie wissen es vielleicht, dann hat man schon die Augen gerollt, weil der Frieden schon so selbstverständlich war. Und jetzt ist es wieder klar, ohne Frieden ist alles einfach nichts. Der junge Mann hat es auch angesprochen. Und für mich persönlich ist es eigentlich die Hauptmotivation, wieder dahin hinzukommen und wirklich ein friedliches Europa zu haben. Herr Kaiser, wir haben ja oft von Präsident Zelensky gehört und natürlich vielen in der Ukraine, auch von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern. Sie verteidigen die europäischen Werte. Also das wird ja auch ganz, ganz stark bewusst. Aber trotzdem sind wir relativ hilflos. Wie geht's Ihnen? Sie beschäftigen sich ja wahrscheinlich auch Tag für Tag damit, wie dramatisch die Situation ist. Allerdings, ich muss auch sagen, das ist auch durchaus persönlich. Also es geht auch mir nah. Das ist auch einfach geografisch nah. Natürlich ist es auf dem europäischen Kontinent und es beschäftigt die Bürger. Es hat auch wirkliche Konsequenzen natürlich, mit denen wir uns in der Tat tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und man sieht das ja sehr gut in den Beiträgen. Es spielt jetzt tatsächlich eine Rolle. Es ist genau wie Tina gesagt hat. Das war früher nicht so bewusst. Es kam nicht so nah. Es gab leider Gottes immer schon Kriege an verschiedenen Stellen auf dem Planeten. Wir wurden in verschiedenen Weisen auch immer schon davon betroffen. Es ist ja auch, was Flüchtlinge angeht, nicht das erste Mal, dass viele, viele Menschen bei uns ankommen. Aber es geht auf eine andere Weise nah. Und das hat unter anderem mit den Redekünsten und mit der Realität, von dem die Präsident Zelensky, wie Sie gerade gesagt haben, rüberbringt, auf einer täglichen Basis. Und mit den Menschenströmen, die bei uns tatsächlich ankommen und mit den wirtschaftlichen Folgen zum Beispiel auch. Mhm. Es ist genauso, wie die verschiedenen Bürger da in Graz gerade gesagt haben, nicht? Also das europäische Projekt ist historisch eins der Werte und eins der Wirtschaft. Es ist genau dieser Ursprung natürlich, dadurch, dass das zusammengefügt war mit der eigenen Erfahrung, gerade von den Gründungsstaaten der Europäischen Union, gerade von Deutschland und Frankreich, dass ein Krieg verhindert werden sollte. Das ist uns gelungen. Das ist leider noch nicht auf dem ganzen Kontinent der Fall und jetzt müssen wir damit umgehen und das können wir als Europa am besten. Wie wir übrigens am Hauptplatz in Graz waren vor 2 Tagen und diese Interviews gemacht haben, müssen mit vielen Menschen natürlich über Europa auch diskutiert. Die Ukraine war da ein großes Thema und wie ich mit dem Mikrofon in der Hand auf dem Hauptplatz stand, kam dann plötzlich ein vielleicht 3-4 Jahre altes Mädchen auf mich zu und war ganz interessiert an dem Mikrofon und ich habe dann herausgefunden, weil ihre Großmutter kam dann auch dazu. Die Familie kommt aus der Ukraine, nämlich auch Kiew. Die sind vor 2 Wochen geflüchtet. Ja, wir haben beispielsweise eine Ukrainerin, Maria, die jetzt gerade in Graz ein ESK macht. Das ist, sie nimmt teil am Europäischen Solidaritätskorps, am Europäischen Solidaritätsprojekt. Es ist einfach wirklich erschütternd. Wie nahe, dass wir sind. Und sie spricht auch davon, dass sie sich bedankt für die Solidarität, die in Graz ist oder in der Steiermark oder in Österreich ist. Ich glaube, am Hauptplatz haben Sie vielleicht gesehen, ohne Frieden ist alles nichts. Also das ist jetzt noch in Graz am Hauptplatz zu sehen. Es gibt Demonstrationen. Und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mich wirklich auch bei den Steirerinnen und Steirern bedanken, dass sie wirklich auf die Straße gehen, weil die Ukrainer unsere Werte jetzt gerade verteidigen. Wirklich Frieden, aber es geht auch... warum hat es diesen Angriffskrieg gegeben? Und es geht auch wirklich um diese Werte von Freiheit, von Gleichheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Es ist so selbstverständlich geworden, aber es ist nicht selbstverständlich. Und Europa ist so viel mehr als eben nur Geld, Förderungen, sondern einfach so viel mehr. Es ist einfach dieses Friedensprojekt. Ja, und das wird sehr deutlich, wenn es dann ums Leben geht. Ja. Also wenn eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Werte, die europäischen Werte mit dem Leben auch verteidigt werden oder dafür gekämpft wird. Absolut. Wir möchten in dieser Runde, und wir nennen es ja Bürgerdialog, und ich habe einleitend gefragt, wir wollen natürlich den Fokus darauf richten, wie Europa, welche Rolle Europa in der Steiermark spielt und was Europa den Steirerinnen und Steirern bringt. Ich war im Landhaus, ich habe eben mit dem Europalandesrat Christopher Drexler gesprochen und ihn gefragt, ja, was bringt Europa eben der Steiermark? Nun, gerade für die Steiermark, im Südosten Österreichs gelegen, war der Beitritt zur Europäischen Union und die nunmehr über mehrere Jahrzehnte währende Mitgliedschaft ein ganz großer Gewinn. Die
politische Lage der Steiermark hat sich geändert und die Maßnahmen, die von der Europäischen Union mitgetragen oder kofinanziert wurden, haben eigentlich ein sehr segensreiches Wirken entfaltet. Gibt es auf den Punkt gebracht etwas, mit dem man die Steirer als Europäer bezeichnen kann? Was macht die Steirer zu Europäern? Wir sind im Herzen Europas gelegen. Ein Teil der Steiermark ist der Mittelpunkt, der geografische Mittelpunkt Österreichs, Bad Aussee. Und daher fühlen wir uns im Herzen Europas als glühende Europäerinnen und Europäer. Und ich glaube, dass die Steiermark von diesem europäischen Gedanken durchaus maßgeblich bestimmt ist. Welchen Mehrwert haben von der EU kofinanzierte Förderprojekte für die Steiermark und für die regionale Entwicklung in der Steiermark? Gerade die regionale Entwicklung ist maßgeblich von europäischen Mitteln kofinanziert. Zwischen 2007 und 2019 waren es 3,33 Milliarden Euro, die an europäischen Kofinanzierungen hier in die Steiermark geflossen sind. Und daraus kann man schon erblicken, dass hier gerade die Entwicklung der Regionen ganz außerordentlich profitiert hat. Denken Sie zum Beispiel an die Südoststeiermark, ein Gebiet, das noch vor wenigen Jahrzehnten in einer absoluten Randlage war und zu den am wenigsten entwickelten Gebieten Österreichs gezählt hat, heute ein blühendes Land mit unglaublich vielen Initiativen. Ja, Herr Kaiser, der Herr Landesrat macht es ganz konkret, 3,33 Milliarden Euro im letzten mehrjährigen Finanzrahmen, also bis 2019. Welche Bedeutung haben diese Regionalförderungen oder überhaupt diese Förderprogramme? Ich denke, eine große. Das nennt sich eine Kohäsionspolitik. Das ist eine Politik, die dazu führt, dass Europa in seiner Gänze zusammengefügt wird. Und das ist genau die Rolle, die diese Gelder auch spielen. Auch in der Südoststeiermark, in relativ ärmeren, in relativ weiter fortgeschrittenen Regionen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Wie der Herr Landesrat da ja gerade gesagt hat, sind das sehr unterschiedliche Projekte auch. Das sind einerseits zum Beispiel die Wirtschaft, die damit unterstützt wird, mit wirklich fortgeschrittenen Projekten, wie zum Beispiel in Wasserstoff investiert. Aber es sind auch wirklich praktische Sachen für den ländlichen Raum, wo zum Beispiel in Breitband investiert wird, damit auch Menschen im ländlichen Raum Zugang haben zu vernünftigem Internet. Ganz wichtig in der Pandemie jetzt gerade natürlich, wie wir alle nochmal gelernt haben, aber auch sowieso schon natürlich für die Angebundenheit super wichtig. Und aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass unter dem Aufbaufonds jetzt gerade, der neu angelegte Aufbaufonds der Europäischen Union, Laptops gegeben werden, auch tatsächlich an Schüler in den 5. und 6. Klassen. Wir haben schon mit Schulen darüber gesprochen und wir freuen uns, wenn jemand von der Europäischen Kommission in die Steiermark kommt und gemeinsam diese Laptops beklebt mit dem Pickel, mit dem Mittel der Europäischen Union. Genau. Kommen vorbei, auf jeden Fall. Gerne. Also da wird Europa auch ganz sichtbar. Ganz sichtbar, das sind ganz, ganz praktische Sachen und es sind Sachen, die echt helfen. Dementsprechend, ich denke schon, dass es einen großen Impact hat, auch in der Steiermark. Mhm. Was gibt es für ein Projekt, das Ihnen in den Sinn kommt? Also Großprojekte, die in der Steiermark eigentlich für jeden Bürger und für jede Bürgerin spürbar und vielleicht auch benutzbar sind? Das sind wirklich ganz, ganz, ganz viele. Aber weil wir vorhin noch von der Südoststeiermark gesprochen haben, der Europalandesrat hat von der Südoststeiermark gesprochen. Wir waren gerade gestern dort mit einer Delegation aus Frankreich und wir haben uns das angesehen. Und ich möchte einfach, dass man das versteht, den Mehrwert. Es ist ein Interreg-Projekt dort, ein Biosphärenpark. Und der verbindet jetzt 5 Länder. Wir haben dann die Steiermark, Slowenien, Kroatien, Serbien und Ungarn. Darf ich nur kurz Interreg, ja, weil Sie das ganz schnell gesagt haben, so heißt eben auch das Förderprogramm. Das Förderprogramm, ja, genau. Das zwischen 2 Ländern ist oder grenzüberschreitend eben ist. Interregional. Ja. Interregional, genau, genau, wunderbar. Und da sieht man, dass die Steiermark ja Grenzregion ist und dass hier die Regionen, die eigentlich auseinandergedriftet wurden und durch eine Grenze getrennt wurden, jetzt einfach wieder gemeinsam zusammenwachsen. Und das ist einfach was Schönes, was entsteht. Wenn ich in der Steiermark denke an Tourismus in der Obersteiermark, in Schladming, die sind alle angewiesen auf Arbeitskräfte. Wenn ich denke an Graz mit 4 Universitäten und mit einem Forschungsstandort, gibt es ein Institut für Weltraumforschung. Wenn ich denke an Ringana, ist vielleicht eine Firma, die sehr viele kennen, die machen Naturkosmetik. Da stecken Mittel des europäischen oder europäische Fördermittel drinnen.
Es gibt diesen Martin Auer, ist eine ganz bekannte Bäckerei, also jeder in Graz kennt diese Bäckerei. Mhm. Und die wurde auch, gibt es eine neue Schaubäckerei in St. Peter und die wurde auch mit EFRE-Mitteln, das ist Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, eben finanziert oder kofinanziert. Der Choralmtunnel, also wichtigste Achse zwischen Wien und Graz und dann natürlich in letzter Konsequenz im Kärnten und Villach. Der wird alles auch viel schneller machen. Ja, wird, absolut. Nicht? Und freue mich, dann können wir öfters nach Wien fahren. Ein bisschen schneller und wir nach Graz, genau. Das ist einfach irrsinnig wichtig. Mhm. Ja. Nützt allen. Herr Kaiser, können Sie einen Überblick geben, weil wir haben jetzt das Interreg gehört. Also es gibt eine Vielzahl von Programmen. Sie haben selber diesen Recovery Fund auch genannt, Next Generation EU. Aber was gibt es da in dieser Förderlandschaft? Also wenn ich jetzt ein Bürgermeister wäre oder ein Gemeinderat und mich damit beschäftige, welchen Nutzen hat eigentlich auch die Region dann dadurch oder welche Möglichkeiten können Sie nutzen? Das ist richtig, dass es ganz, ganz viele Fördertöpfe gibt, die jeweils auf einen bestimmten Projektbereich, sagen wir mal, bezogen sind. Das ist jetzt ein bisschen, das führt ein bisschen weit, das alles auszuführen, aber ich würde sagen, gerade dafür gibt es natürlich diese fantastischen Europe Direct Stellen. Also wenn tatsächlich irgendwo ein Bürgermeister oder auch ein Bürger, eine Bürgerin sich Fragen stellt dazu, dann ist genau das die Anlaufstelle natürlich. Also wir selber in Wien, die Kollegen in Brüssel, aber vor allen Dingen natürlich lokal vor Ort in der Steiermark, in ganz Österreich diese Europe Direct Stellen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, was es alles für verschiedene Sachen zum Beispiel gibt, sagen wir mal. Also die Laptops sind ein Beispiel natürlich. Der Aufbaufonds, der jetzt gerade aktuell ist, da sind bis jetzt 3,5 Milliarden für Österreich drin, die in den nächsten Jahren bis 2026 ausgegeben werden. Da also sind die Laptops sind ein Teil davon, nicht? Da sind die Laptops ein Teil von, genau. Da ist der Breitbandausbau, da ist der Choralmtunnel ein Teil von. Also auch in die. Das Klimaticket. Das Klimaticket, auch das ist die Reform des Klimatickets, sagen wir mal, das ich selber auch benutze. Und ich war letztes Wochenende unterwegs und also in einem sehr gut gefüllten Zug, sagen wir mal, hatten wirklich alle das Klimaticket präsentiert. Also es wird auch sehr, sehr gut angenommen. Verschiedene Reformen auch darüber hinaus. Also es wird gerade vom Pensionssplitting geredet. Es gibt das sogenannte Community Nursing, wo in ländlichen Räumen auch vor allen Dingen konzentriert zumindest eine Erstversorgung stattfindet, sodass nicht alle Bürger automatisch gleich ins Krankenhaus gehen müssen. Solcherlei Reformen, solcherlei Investments werden vom Aufbaufonds gefördert. Es gibt aber richtig. Oder Ortskerne, die revitalisiert genau, werden. Genau, klimafitte Ortskerne, also alle möglichen Sachen wirklich. Breitband haben wir, wie gesagt, auch schon gesagt und sowas, also alle möglichen Sachen. Es gibt aber darüber hinaus halt auch wirklich noch viele andere Fonds. Was wir noch nicht genannt haben, zum Beispiel, ist die ganze Landwirtschaft, sagen wir mal. Die Forschung, Horizont Europa, da gibt es ein eigenes Programm für. Es gibt wirklich ganz, ganz viel. Da ist die beste Informationsquelle, wie gesagt, denke ich, das Europe Direct Zentrum. Also, und ich würde auch noch erwähnen, die Regionalmanagementstellen, die gibt es ja in vielen Regionen, also 7 in der Steiermark. Es gibt die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft und es gibt auch beim Land Steiermark noch extra Fachabteilungen für Regionalentwicklung oder für Wirtschaft, wo man andocken kann für Förderungen. Vielleicht nur ESF, also Sozialfonds, gibt es genauso wieder Förderungen. Und es ist in Graz zumindest, also wirklich in der Landeshauptstadt, ziemlich präsent, weil viele mit dem Rad fahren, immer mehr, Gott sei Dank. Und es gibt zum Beispiel sehr viele Radwerkstätten, die auch mit ESF-Mitteln gefördert worden sind. Auch im niederschwelligen Bereich, wo Menschen wieder Arbeitsstelle finden. Und das vermutet man nicht, aber da stecken ebenso europäische Mittel drinnen. Wir sprechen ja jetzt natürlich immer von Nachhaltigkeit. Durch die Energieabhängigkeit oder Rohstoffabhängigkeit von Russland in der Diskussion ist natürlich jetzt auch die Nachhaltigkeit im Hinblick auch auf die Energie. Der European Green Deal auf europäischer Ebene gibt uns ja auch sehr, sehr viel vor. Und ich habe den Landesrat gefragt, wie eben der European Green Deal und dieser Recovery Fund in der Steiermark zur Wirkung kommen. Nun, ich glaube, dass gerade der European Green Deal von entscheidender Bedeutung ist, weil der Klimawandel und die Bewältigung des Klimawandels und seiner Folgen eigentlich das zentrale politische Thema unserer Generation ist.
Und insofern glaube ich, dass hier die Kommission und die Europäische Union insgesamt auf einem goldrichtigen Weg ist. Es wird aber darum gehen, die Herausforderungen, die dieser Weg bereithält, gemeinsam zu meistern. Die Steiermark als eine Region mit einer sehr entwickelten Mobilitätsindustrie, notabene Automobilindustrie, ist hier von besonderen Wandelherausforderungen gekennzeichnet. Die müssen wir gemeinsam annehmen. Wenn Sie den Bürgerinnen und Bürgern diese Projekte, eben European Green Deal und den Recovery Fund, erklären müssen, also auch den Gemeinden, welche Fördermöglichkeiten es gibt, wie geht es Ihnen damit? Wie kommt das beim Bürger und bei der Bürgerin unmittelbar an? Ich glaube, wenn man die Ziele kommunizieren kann, wenn man erklärt, warum gewisse politische Ziele vereinbart werden, dann kann man auch erklären, warum es entsprechende Förderprogramme gibt, und dann kann man auch erklären, warum ein europäischer Zusammenhalt zur Erreichung dieser Ziele wichtig ist. Ich glaube, hier ist es einfach eine Kommunikationsaufgabe nationaler und lokaler Regierungen und Politikerinnen und Politiker, diese Kommunikationsaufgabe auch tatsächlich anzunehmen. Ja, Frau Obermoser, da sind Sie angesprochen, die Kommunikationsleistung. Sie sind ja vernetzend tätig. Es gibt, Sie haben es erwähnt, in der Steiermark ja auch Europagemeinderäte. Mhm. Und welches Netzwerk entsteht da oder welche Aktivitäten passieren da? Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung genau nachgesehen. Es sind 243 Europagemeinderätinnen und Europagemeinderäte in der Steiermark. Ich kenne einige davon persönlich, leider noch nicht alle. Sie wollten ja auch welche mitbringen. Unbedingt. Aber Omikron hat es leider verhindert. Ja, leider, leider. Also einige verhindert, einige an Covid erkrankt. Das wäre die Desiree Schehu gewesen. Sie ist wahnsinnig engagierte Europagemeinderätin aus Knittelfeld. Wir haben wunderbar engagierte Europagemeinderäte quer durch die Steiermark. Ich kenne es noch aus meiner Zeit in Brüssel, als ich an der ständigen Vertretung war. Und die haben dann eine Reise gemacht und die sind sozusagen Europa-fit gemacht worden, indem sie die Brüsselreise gemacht haben. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Funktionen. Sie sind genau die Scharnier. Sie sind wirklich, man sagt, am Stammtisch, dass sie mit den Leuten vor Ort sprechen, die sagen, Europa, das geht mir wieder auf die Nerven und das ist furchtbar. Und die sind aber wissen vielleicht ein bisschen mehr und sagen, naja, so schlimm ist vielleicht gar nicht. Oder reden wir mal drüber. Oder was können wir machen? Sie haben es gerade vorher angesprochen. Jetzt sehen wir auch die Wunderbar. Dame im Bild. Liebe Grüße an die Frau Desiree Schehu. Sie werden sie einmal mitbringen. Selbstverständlich. Werden wir sie auch begrüßen. Wir haben ganz, ganz viele gemeinsame Aktivitäten gesetzt im Knittelfeld. Am Hauptplatz kann ich mich noch gut erinnern, auch mit der Schule in Knittelfeld. Geben Sie uns etwas Einblick in Ihre Arbeit. Also es ist natürlich klar, bei Europawahlen, das kennen wir, da passiert viel Werbung, da gibt es Goodies und viele, viele Veranstaltungen. Genau. Aber es gibt eine Initiative, da haben Sie auch Bilder mitgebracht, zum Beispiel das Europa-Café. Aber was machen Sie sonst in der Steiermark, um den Bürgerinnen und Bürgern Europa näher zu bringen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche und vielschichtige Perspektiven. Ich habe es vorhin schon erwähnt, sehr viel auch in der nonformalen Bildung. Und mein persönlicher Schwerpunkt ist auch eher auf die Europabildung, ist da gelegt, weil ich ursprünglich im Lehren bin und aus dieser Schiene komme. Das heißt, wir schauen sehr stark auf die Zukunft, weil wir überzeugt davon sind, dass es irrsinnig wichtig ist. Es ist die Zukunft, die jungen Menschen. Und da sind wir wirklich stolz, dass wir ganz viele Aktivitäten haben. Das heißt, sei es ein Priesterier, der ausgeschrieben worden ist, wenn junge Menschen eine vorwissenschaftliche Arbeit beispielsweise schreiben. Und sie können das auch zum europäischen Thema machen. Es gibt Förderungen eben für Brüsselreisen, wie schon erwähnt. Wir haben diesen E-Wandertag ins Leben gerufen, auf den ich auch sehr stolz bin. Wir haben ja gemeinsam mit der Bildungsdirektion. Das heißt, wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit, pandemiebedingt konnten sie nicht nach Brüssel fahren. Mhm. Das hat natürlich viel kompliziert gemacht, die Pandemie. Absolut, ja. Absolut. Aber dass sie trotzdem das Gefühl haben, in Brüssel gewesen zu sein, und wir haben wirklich mit dem Europäischen Parlament kooperiert, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ständigen Vertretung Österreichs und auch mit dem Steiermarkhaus in Brüssel, dass sie dann vor Ort das Gefühl haben, sie sind da, sie werden gehört, und wir zählen ihnen von den Möglichkeiten, die sie haben, von Praktika, von Erasmus eben, vom Europäischen Solidaritätskorps.
aber auch abgesehen davon, also ganz viele Workshops und Bildungsarbeit in Schulen, aber auch tagtäglich, es kommen Menschen herein und das freut mich am allermeisten, in der Corona-Zeit weniger, aber auch wenn wir rausgehen am Hauptplatz und mit Menschen einfach ins Gespräch kommen und das sind natürlich Sorgen. Absolut, es ist nicht alles perfekt, bei Weitem nicht. Aber ich Sorgen finde es schön. Und Ängste, nicht? Und Ängste, genau. Leute natürlich dann vielleicht viele Informationen nicht haben oder genau. Nur Überschriften lesen und genau, nicht wirklich genau. Einordnen können. Genau. Oft zu Beginn auch beim Europacafé waren ein bisschen so Hemmungen, ja, aber die EU und die in Brüssel sagen, hey, wir sind alle Europa, was ist Ihr Beitrag? Was möchten Sie von Europa? Was möchten Sie, wie möchten Sie Europa gestalten? Und beim Gespräch kommt man dann, und gerade bei diesem Café, ja, da kommt man dann schon zusammen. Also genau wie Ihre Sendung heißt, Europa Dialog, im Dialog bleiben, ich glaube, ist das Allerwichtigste. Ja, das ist Europa Kommunikation und Europa den Menschen näher zu bringen. Aber Europa ist natürlich, wäre ja schön, wenn es oft so einfach wäre. Es ist halt oft nicht so einfach. Und die Europapolitik, die hat ja viele Baustellen. Wie ist es aus Ihrer Sicht den Menschen, also den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, die gemeinsame Politik, die oft ja nicht so einfach unter den Hut zu bringen ist, eben 27 Mitgliedstaaten müssen sich einigen und die Kommission schlägt viele Initiativen vor und manches hört man, dass kommen wird, aber es kommt dann halt dann trotzdem nicht. Ja. Ich habe oft gehört bei den Bürgerbegegnungen, dass sie sagen, ja, Europa soll demokratischer werden. Und ein Beitrag war ja auch gerade, es sollte funktionieren wie eine große Familie. Also, ja. Da hat die Dame ja anscheinend Glück, dass sie eine sehr harmonische Familie hat, aber es gibt halt auch mal Streit natürlich in Familien, in allen Gruppen. Ne? Also in Österreich, in der Steiermark, in Knittelfeld gibt es sicherlich auch ab und zu mal Streit. Ne? Also ich meine, so ist das halt. Das ist auch gerade gelebte Demokratie natürlich. Ne? Man lebt nicht nur für sich allein, sondern man lebt mit anderen Menschen. Man muss sich mit diesen anderen Menschen verständigen. Und Europa ist eine große Gemeinschaft. Das ist um einiges größer noch. Es sind mehr als 450 Millionen Leute natürlich. Das ist groß. Brüssel kann sich ab und zu mal weit weg anfühlen. Aber es sind genau die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. Das ist genau diese Brücke vom großen Thema des historischen Frieden und Wohlstand. Ne? Also wirklich, auch um das nochmal zu sagen, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Absolut. Dieses Riesenthema. Und dann aber das Fassbare natürlich auch. Und es ist kompliziert mit den Fördermöglichkeiten zum Beispiel, welche Positionen, welche politische Partei, welcher Mitgliedstaat und sowas einnimmt. Für solche Themen ist nochmal, ne, also der Ansprechpunkt natürlich, sind wir gerne da. Sind die Europe Direct Zentren da? Ist die Europäische Kommission in Wien da? Ultimativ natürlich auch die Kollegen in Brüssel. Aber es ist ab und zu mal kompliziert zu vermitteln. Und deshalb finde ich auch, also Bildung ist ganz, ganz wichtig natürlich. Also ganz früh angefangen schon, um das Thema schon zu vermitteln. Weil das natürlich den Zugang bereitet für alles. Für alles, was dann auf der Basis irgendwann mal kommen kann. Bis hin in die ausgeklügelste Forschung, sagen wir mal. Und bis hin auch in das Konfliktmanagement natürlich. Also wenn man mit solchen wirklich komplizierten Fragen umgehen muss, dann hilft es, wenn man ein gewisses Verständnis mitbringt, wenn man solche Situationen schon mal gehabt hat. Ein Thema würde ich noch anbringen wollen, nämlich dass heuer auch natürlich das Europäische Jahr der Jugend ist. Ah, genau. Und dass es da auch Fördermöglichkeiten gibt, die daran verbunden sind, dass nämlich solche Geschichten wie die Brüsselreisen, aber auch das Interrail durch ganz Europa gefördert werden. Discover EU, ja. Exakt. Das ist also noch so eine Fördermöglichkeit und nochmals, also die Informationen sind alle da, also kommt und fragt. Da muss man immer ganz gut aufpassen, wenn das ausgeschrieben wird, weil das ist so ein Zeitfenster. Also jeder, der 18 wird, wir sind schon darüber, hat die Möglichkeit, eben ein Interrail-Ticket zu bekommen, ja, sich dafür zu bewerben. Ja, haben wir auch junge Steirerinnen und Steirer schon gehabt, die das gewonnen haben. Mhm. Aber es ist nur ein kurzes Zeitfenster, das ist richtig. Ich glaube im Juni oder im Juli. Was aber, weil ich das eben angesprochen habe, für viele Menschen, und ich habe das gemerkt im Gespräch mit den Menschen auf der Straße, auch eben in der Steiermark, in Graz, dass oft schon sehr viele Ängste sind, weil man nicht versteht oder die Zusammenhänge nicht kennt. Ja? Und das ist natürlich auch so ein Ping-Pong-Spiel zwischen der
lokalen Politik und vielleicht auch der internationalen. Ich meine, das Subsidiaritätsprinzip, das ist ja ein österreichisches Zauberwort. Aber wenn man dann nachfragt, wo sind eigentlich auch die Vorteile, dass das natürlich auf höherer Ebene geregelt wird, dann wird es einem ja bewusst, nicht? Dass es eine gewisse, es kann ja nur einen internationalen Austausch geben, wenn es auch gemeinsame Normen zum Beispiel gibt. Ja? Genau, genau. Nur kurz zu sagen, Subsidiarität heißt natürlich genau das, dass es die Zuständigkeiten geregelt wird und dass das, was vernünftig ist zu regeln auf lokaler Ebene, auch genau da gemacht wird. Das, was vernünftig ist auf internationaler, auf EU-Ebene zu regeln, gehört dahin. Das ist die Subsidiarität. Ich finde, genau das ist der Schlüsselsatz an sich, weil wir vorhin über das gesprochen haben, dass die Bürgerinnen und Bürger auch sehr viele Sorgen haben. Es hat auch sehr viel mit Frustration zu tun, weil man eben den europäischen Entscheidungsfindungsprozess nicht ganz versteht und nicht miterlebt. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Ebenen nicht gegeneinander ausspielen, dass das ein sowohl als auch ist und nicht entweder oder. Die Landesebene hat die Berechtigung, die Bundesebene die Berechtigung und die europäische Ebene selbstverständlich eine Berechtigung. Und dass man das nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass jede Ebene für sich wichtig ist und dass uns eigentlich darum gehen sollte, um die Ziele, was für Ziele verfolgen wir und welche Ebene wäre dann die geeignetste. Aber nicht auf irgendeine Ebene schimpfen, weil alle haben Berechtigungen. Frau Obermoser, Sie werden es nicht glauben, aber ich habe Ihren Landesrat, den Europa-Landesrat, genau, eben auch gefragt, ob er Europapolitik macht. Hören Sie. Ja, absolut. Ich meine, ich habe die Ehre, die Steiermark im Ausschuss der Regionen der Europäischen Union zu vertreten. Ich darf auch Vorsitzender der Automotive Intergroup des Ausschusses der Regionen sein, also eines Zusammenschlusses aller Automobilregionen Europas. Und da sieht man, dass gerade die regionale Ebene, in unserem Fall die Landesebene, eigentlich von entscheidender Bedeutung ist für eine gute Weiterentwicklung der Europäischen Union. Ich glaube sogar, dass letztlich die Bedeutung der Nationalstaaten eher im Schwinden ist als die Bedeutung der Regionen und der Kommunen. Und insofern braucht es kraftvolle Beiträge auch von kommunaler und regionaler Ebene auf die Politikinhalte der Europäischen Union und dazu bekenne ich mich. Es gibt seit einigen Jahren das Projekt der Europagemeinderäte. Auch in der Steiermark gibt es viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die eben den Titel Europagemeinderat tragen. Wie ist Ihr Verhältnis dazu? Welche Dynamik hat diese Einrichtung? Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Einrichtung ist. Auch die Europaministerin Caroline Edtstadler ist ja dieser Meinung und hat immer wieder auch sozusagen Konferenzen mit diesen Europagemeinderäten. Ich halte es deswegen für wichtig, weil ja hier in beide Richtungen agiert wird. Zum einen werden Anliegen der kommunalen Ebene auf andere Ebenen transportiert, aber eigentlich sind die Europagemeinderäte auch so etwas wie Botschafterinnen und Botschafter des europäischen Gedankens in den steirischen Gemeinden und das ist gut so. Ja, die Europagemeinderäte, die haben es vorhin schon angesprochen, jetzt eben noch einmal. Also eine ganz wichtige Einrichtung als Botschafterinnen und Botschafter. Gibt es nur in Österreich und Südtirol hat schon ein bisschen übernommen. Ich glaube, Baden-Württemberg und Bayern haben auch Interesse bekundet. Es ist wirklich eine tolle Einrichtung. Und um es zu erklären, wir haben es zwar an dieser Stelle schon öfter gemacht, aber was sind diese Europagemeinderäte oder was ist ihre Aufgabe? Das sind Politikerinnen, Politiker der Gemeindeebene, die sich für Europa engagieren wollen und die das gerne hinzunehmen in ihr Portfolio. Und sie bekommen vom Bundeskanzleramt dann Informationen, sie bekommen eine Brüsselreise, sie werden von Europe Direct Stellen eben unterstützt in Anliegen, vielleicht für Veranstaltungen. Und sie engagieren sich einfach im außerordentlichen Maße für Europa in der Gemeinde. Wir stellen ja die Frage, was bringt Europa den Steirerinnen und Steirern, also eigentlich allen Bürgerinnen und Bürgern, wenn Sie diese Frage gestellt bekommen, also so allgemein über Europa, was sind Ihre Antworten? Als erstes würde ich den Frieden nennen. Wir haben ihn schon gesprochen. Es wirkt jetzt so banal und selbstverständlich, aber es ist einfach nicht selbstverständlich. Ich stelle diese Frage oft Schülerinnen und Schüler. Welche Bedeutung hat Europa für Sie oder wo erleben Sie Europa im Alltag, auch an diesem einen Tag? Und zu Beginn, auf die Art sind Sie schon mit Europa aufgewacht. Richtig, ja. Und zu Beginn ist oft so, naja, nein. Und wenn man das dann durchgeht, von Handy über Internet, über die Nachrichten, über Lebensmittel, Konsumentenschutz, Führerschein, Musik,
Krankenversicherung, alles Mögliche. Also an dem einen Tag, wo dann schon Europa eigentlich vorkommt, wenn einem das eigentlich bewusst ist, es ist unglaublich, wo das schon überall drinnen ist. Wir bezahlen mit dem Euro im Bankomat, das ist alles irgendwie kein Problem mehr. Wir stehen nicht mehr an den Grenzen, wobei jetzt sind wir in Murek, mussten wir wieder von Slowenien nach in die Steiermark wieder einen Pass herzeigen, das ist Covid-bedingt. Es ist einfach so, so viel mehr. Für mich ist es einfach die Vielfalt. Also Europa, das Motto der Europäischen Union lautet ja in Vielfalt geeint. Und es ist nicht die Einfalt, es ist einfach die Vielfalt. Es ist bunt, es ist, ja. Das ist gut, nicht die Einfalt, die Vielfalt. Herr Kaiser, was sind Ihre Antworten, wenn Sie eben gefragt werden, was bringt Ihnen Europa, also auch stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger? Ja, nochmal, wir haben ja ein paar Beiträge gerade gehört und das sind die großen Sachen und die kleinen Sachen. Das sind wirklich auch die praktischen Sachen natürlich. Gerade in der Steiermark denke ich, dass das sehr, sehr fühlbar ist mit den ganzen sehr engen Verbindungen, kulturell auch wirtschaftlich natürlich, aber auch einfach geografisch, also in egal welche Richtung man geht so ungefähr. Es sind sehr, sehr praktische Sachen, nicht? Also alles, was womit man im tagtäglichen Leben so in Verbindung kommt, hat einen Europabezug natürlich, wenn man in die Schule geht, wenn man mit Europa aufsteht und dergleichen, gell, also womit man bezahlt und all dieses. Aber nicht nur in diesen Tagen, wo es leider Gottes nochmal also so bewusst gemacht wird, aber ich würde es trotzdem auch auf den größeren Gedanken zurückbringen. Und der wurde ja auch schon mehrmals genannt in den Bürgerfragen, die wir eingespielt haben. Es ist schon Frieden, der echte, leider Gottes in diesen Tagen keine Banalität ist. Es ist aber auch der Wohlstand. Ne? Also die Europäische Kommission beschäftigt sich jeden Tag damit, dass dieser Wohlstand auch vermehrt und verteidigt wird. Auch durchaus in einer globalen Co-Opetition, sagen wir mal. Also es gibt einen globalen Wettbewerb, der natürlich idealiter, auch gerade im grünen Bereich, der Green Deal wurde schon genannt, auch in eine Zusammenarbeit gewandelt werden kann. Aber das kann vernünftigerweise halt an der europäischen Stelle gemacht werden. Das ist nicht praktisch, es ist nicht pragmatisch, wenn jeder Steirer das für sich macht, sagen wir mal. Das wird in Brüssel vernünftigerweise geregelt und dann von Brüssel auch natürlich mit internationalen Partnern, aber dergleichen. Genau. Und all diese Förderungen und Programme, EU-Programme, die folgen ja dieser Logik, dass man eigentlich den Wohlstand fördert, dass man und auch dieser Logik des Friedens, der ja darauf fußt, dass es nach der Idee quasi, dass es, wenn es den Nachbarn gut geht, uns auch gut geht. Und in der Steiermark waren wirklich einige Regionen so etwas benachteiligt Richtung Burgenland. Und die sind jetzt, also haben absolut aufgeholt. Und wenn wir nach Polen schauen oder nach Ungarn schauen oder Bulgarien, Rumänien, das sind demnächst also ganz starke Wirtschaften, die Rest Europas wieder mitziehen. Also das ist der Gedanke. Wenn es uns allen, wenn es den Nachbarn gut geht, geht es uns allen gut. Genau, und das hat auch mit allgemeinen kulturellen Austausch zu tun. Das hat aber im wirtschaftlichen Sinne auch wirklich direkt mit Arbeitskräften zu tun, zum Beispiel, die sich natürlich der Steiermark auch ansiedeln. Es sind steirische Betriebe, die exportieren können, sagen wir mal, aber die exportieren natürlich für einen Markt. Und sie machen das auch mit Arbeitskräften, die in ganz vielen Fällen aus dem europäischen Ausland kommen. Also es sind alles sehr fühlbare Sachen und es fügt sich zusammen zu einem Wohlergehen mit Frieden, mit Wirtschaft, mit Gesundheit, auch die wird beachtet, mit einer vernünftigen Landwirtschaft. Es sind ganz, ganz viele Sachen, wo Europa wirklich spürbar ist und das Wohlergehen der Steirer vermehrt. Es hängt einfach alles mit allem zusammen. Also Europa-Landesrat hat es gesprochen von der Automotive Intergroup und von dem Automobilsektor, der in der Steiermark wirklich, wirklich sehr groß ist. Und wir hatten davor, also im Rahmen des Brexits, wirklich also kurz Probleme, weil UK, also Großbritannien, dann ist Österreich weiter neuntwichtigster Exportpartner und für die Steiermark ist es aber der viertwichtigste Exportpartner gewesen aufgrund dieser Automobilzulieferer. Und man sieht, okay, es verlässt ein Land den Binnenmarkt. Das ist immerhin der größte Binnenmarkt der Welt. Also da haben wir schon etwas davon. Ja, und es hat Auswirkungen. Absolut, das hat praktische Konsequenzen, ja. In diesem Beispiel natürlich nicht so glücklich, weil uns tatsächlich ein Mitgliedsland verlassen hat. Aber auch das macht auf irgendeine Art und Weise genau diese Beziehung natürlich deutlich. Und es hat auch tatsächlich dazu geführt, dass im Rest Europas, sagen wir mal, in den Mitgliedstaaten, in den 27, die wir jetzt haben, dass da der Zuspruch in Europa auch, sagen wir mal, bewusster wurde und dadurch vermehrt wurde. Ja, und man die Konsequenzen dann natürlich erst später sieht. Ja. Apropos Konsequenzen, die merkt man jetzt natürlich auch,
wenn gewisse Begriffe wie European Green Deal, der einfach schön klingt, oder Transformation, also viele, viele Begriffe, die wir gehört haben und die für manche von uns vielleicht einfach als ganz weit weg und abstrakt erschienen, sind sie doch jetzt sehr konkret geworden, wenn es eben um die Frage Energieressourcen geht. Sich absolut. Dreht, ich sehe ein bisschen eine Ambivalenz bei den Bürgerinnen und Bürgern, die oft hereinkommen. Auf der einen Seite unbedingt, wir möchten etwas tun, CO2-Emissionen senken. Auf der anderen Seite, warum sollen wir beginnen, wenn es China oder die USA ja nicht machen? Und das Argument, dass aber Europa hier definitiv oder die Europäische Kommission definitiv auf der Seite der jungen Menschen ist, die für das Klima auf die Straßen gehen und wirklich CO2, also erster klimaneutrale Kontinent werden will 2050, ich erwähne immer wieder, es geht nur gemeinsam, wir müssen beginnen. Das ist die dringendste Herausforderung überhaupt. Und es ist eben so diese Ambivalenz. Man möchte auch was tun, einen Beitrag leisten. Aber natürlich ist es schwierig, weil man spürt, oh, der Wohlstand wird vielleicht weniger, was nicht passieren wird. Aber es sind die Ängste da. Wir müssen wirklich etwas verändern. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass Europa die Antwort sein kann und nicht die Ursache des Problems. Also ich verstehe sehr viel, die reinkommen und oft sagen, ja früher, ich habe das selbst erlebt in den 80er Jahren, wie Österreich war und da war alles besser. Es stimmt überhaupt nicht, es war anders. Und es ist dann die Globalisierung gekommen mit dem Beitritt 1995 und man glaubt dann, dass die Ursache liegt in der Europäischen Union. Aber die Europäische Union ist eigentlich die Antwort darauf, dass wir gewisse Sachen abfedern. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, den Menschen die Angst zu nehmen, dass es einfach klüger ist, gemeinsam darauf zu schauen, dass es jemanden gibt, der das wirklich in die Hand nimmt, als wie das kleine Österreich oder die Steiermark alleine. Das wird alleine nicht gehen. Um da kurz einzuhaken, das hast du gerade schon mal gesagt, in der Tat mit den verschiedenen Ebenen, ne? Und dass man immer so ein bisschen die Tendenz hat, mit dem Finger auf andere zu weisen, sagen wir mal. In China zum Beispiel, wir machen die es aber nicht, wieso sollten wir es machen? Die da oben in Brüssel in Europa oder was? Und hier läuft alles wunderbar. Es ist natürlich ein bisschen Bequemlichkeit dabei, um ganz ehrlich zu sein. Es ist immer leichter, sagen wir mal, Veränderungen bei anderen zu suchen, als sie selbst zu machen. Ne? Aber worauf Europa wirklich fußen muss, sind mündige und verantwortliche Bürger natürlich. Also schauen, wie man mit anderen in Dialog kommen kann, mit allen anderen, mit den Steirern, aber auch mit den Europäern und letzten Endes natürlich auch mit den Chinesen, weil anders geht's nicht, wir sind alle auf einem Planeten. Wie kann man vernünftig in einen Dialog treten, damit man auch wirklich Lösungen findet? Und ultimativ, und das muss ich jetzt auch mal sagen, muss man natürlich auch nach seiner eigenen Verantwortlichkeit schauen. Wir haben große Herausforderungen vor uns, gerade was die Klimaneutralität angeht, in Europa 2050, in Österreich ja sogar schon 2040, in verschiedenen Gebieten in der Steiermark sogar auch schon schneller, wer weiß. Das bringt aber teilweise auch, denke ich, Herausforderungen, wie gesagt, vielleicht auch Opfer mit sich. Wir haben jetzt die akute Situation natürlich des Energiesparens, der Energieeffizienz, jetzt gerade sehr konkret, nicht nur für den Planeten, obwohl das sehr, sehr wichtig ist natürlich, also eine Generationenaufgabe, sondern auch, wie wir fossile Energien sparen können. Weil das ja eine unsagbare, eine unhaltbare Situation ist, dass wir Tag für Tag Russland, Putin bezahlen müssen für die fossilen Energien, die wir bekommen. Nicht so wenig, nicht? Wenn man leider überhaupt nicht wenig. Eine Milliarde pro Tag, nicht? Und man kann sich auf der Basis halt auch einmal fragen, was man da individuell beitragen kann. Also kann man die Heizung runterdrehen, kann man einen Pullover mehr tragen, kann man Fahrrad fahren statt Auto fahren und dergleichen. Also wir brauchen mündige Bürger, wir brauchen auch Bürger, die nach ihrer eigenen Verantwortung schauen und nicht immer nur mit dem Finger auf andere weisen. Ich wollte eines ansprechen, in diesem Zusammenhang jetzt eigentlich. Also man sagt ja oft, Europa kommt durch Krisen weiter. Es werden viele Fragen gestellt. Es ist auch viel Dramatik. Es ist unsere Verantwortung auch gegenüber der Ukraine natürlich gefragt und auch das mahnende Rufen. Und wir sehen die dramatischen Bilder und wissen um die Menschen, die dort ihr Leben verlieren. Aber die transnationale oder transatlantische, so richtig gesagt, Partnerschaft ist ja auch sehr wichtig und das merkt man gerade jetzt mit den USA und mit Kanada. In Österreich gab es immer, und das sage ich eben einem Wirtschafter, gab es ja immer große Skepsis gegenüber den Handelsabkommen, den Freihandelsabkommen. Österreich war ja auch ganz gegen CETA zum Beispiel, ja. Aber das scheint ja jetzt vielleicht wieder in Schwung zu kommen, oder?
CETA besteht, ne? Also CETA ist in der Anwendung und da profitieren wir alle von. Da profitieren auch österreichische, steirische Betriebe von zum Beispiel, aber ich mein, auch Konsumenten. Darüber hinaus allgemein Freihandelsabkommen überhaupt, um quasi unsere Werte, und es gibt ja jetzt auch einen neuen Vorschlag der Kommission, das Lieferkettengesetz. Gesetz, genau. Mhm. Genau. Ja. Also interessante Frage, natürlich ein etwas schwieriger Bereich, das in Kürze zu erläutern, aber ich selbst habe bis vor kurzem noch in der Handelspolitik gearbeitet, dementsprechend kann ich da gerne natürlich ein paar Worte zu sagen. Es wird interessant sein, ob sich da auch eine neue Dynamik entwickelt. Also wie gesagt, CETA zum Beispiel, das Handelsabkommen mit Kanada, besteht und es hat sich gezeigt, dass es sehr, sehr positiv ist. Dementsprechend ist auch wirklich die Kritik in Österreich, und ich bin selbst deutscher und niederländischer Staatsbürger, in Deutschland gab es auch viel Kritik. Mhm. In den Niederlanden muss man ehrlich sagen schon viel weniger, weil es eine gewisse andere Orientierung gibt, sagen wir mal. Aber seitdem ist die Kritik wirklich sehr still geworden. Nun, ich habe heute noch einen Artikel gelesen zum Mercosur-Abkommen, was ja immer noch in der Verhandlung steht, was noch nicht abgeschlossen ist. Da gibt es natürlich immer noch Kritik, teilweise sicherlich auch berechtigt. Man muss sich allerdings auch überlegen, wirklich, wir haben nur den einen Planeten und es gibt halt nicht nur Europa auch, es gibt auch in diesem Fall Mercosur, Südamerika, aber es gibt auch China und es gibt jetzt gerade, wie gesagt, sehr, sehr evident Putins Russland. Das sind alles Spieler, die sich nicht notwendigerweise nach Regeln verhalten, wie wir sie gerne hätten, sagen wir mal. Und da muss man trotzdem mit umgehen können, natürlich. Mhm. Also es gibt vielleicht einen gewissen Realismus in der Tat, der etwas neu ist in den internationalen Beziehungen auch. Mhm. Das sind aber genau diese Sachen, ne? Also für die Steirer und die Steirerinnen jetzt, sagen wir mal, auf einer alltäglichen Basis liest man vielleicht mal was von CETA oder von Mercosur oder sowas. Welche praktische Anwendung das wirklich hat, das muss man erklären und dafür sind wir da. Das hängt dann damit zusammen, wenn es das steirische Kernöl eben auch absolut, zum Beispiel in Übersee gibt oder nicht. Ja. Aber apropos eben Steiermark und der Steirerinnen und Steirer, ich habe eben am Hauptplatz von Graz die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Und hören Sie. Für mich persönlich ist das, dass alle Menschen in Europa gut zusammenleben, ein gutes Leben haben. Und Erwartungen habe ich, dass einfach dieses Projekt in der Zukunft weitergeht und dass wir gemeinsam Probleme lösen und an neue Sachen herangehen. Ja, ich hoffe sehr, dass wir, also was die Energie angeht, dass Europa enger, die Staaten enger zusammenarbeiten, dass wir gute Lösungen finden und dass wir auch, was den Frieden angeht, dass wir gemeinsam auftreten und auch dahingehend gute Lösungen finden. Erwartungen. Meine Erwartungshaltung ist, dass aufgrund meines Alters, für mich selbst nicht mehr so viel, aber ich habe Kinder und ich habe Enkelkinder, dass die durch diesen Verband in eine Zukunft hineinleben können, wo sie einen gewissen Wohlstand erhalten können und vor allem in Frieden leben können. Ja, ich bin Europäer, ich bin in Europa geboren, ich arbeite in Europa, mein Arbeitgeber ist ein Europäer. Ich denke, es ist die Auflösung der diversen Nationalstaaten und der diversen, sagen wir mal, des Wahnsinns des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, wo jeder Staat glaubt hat, er kann es besser machen. Deswegen glaube ich, dass Europa ein gutes Modell ist, also sprich speziell die Europäische Union. Das ist ein gutes Modell, um halt Frieden, Zusammenarbeit, florierende Wirtschaft in Europa zu sichern und darüber hinaus. Also ein riesengroßer Vorteil von der EU ist ganz bestimmt, dass man als Student ins Ausland gehen kann, sich dort niederlassen kann und durch dieses Erasmus-Plus-Programm eben die Möglichkeit hat, einfach ins Ausland zu gehen und dort ein Auslands-, sei es auch nur ein Semester zu machen, genau, einfach dort studieren kann. Für mich trifft es genau das Gleiche zu, da ich selbst vorhabe, in Zukunft mal in ein anderes Land zu gehen und dort zu studieren noch. Der Herr Josef sagt, Europa ist ein gutes Modell. Mhm. Und Marie und ihr Freund sagen eben jetzt gerade für Studierende, hat es natürlich auch viele Möglichkeiten. Es wird zurzeit die Zukunft Europas in der sogenannten Konferenz zur Zukunft Europas diskutiert. Die Diskussionen gibt es wahrscheinlich eben auch bei Ihnen, bei vielen Projekten und Veranstaltungen, wenn auch durch die Pandemie eingeschränkt. Ich möchte Sie fragen, was ist Ihr Diskussionsbeitrag oder was sind Ihre Erwartungen oder vielleicht eben auch Ihre Wünsche für die Zukunft Europas?
dass es genauso ein gutes Modell bleibt, wie es ist, wie die jungen Menschen hier angesprochen haben. Ein Wort zur Zukunftskonferenz. Es hat uns mal ein Bürger im Europa-Informationsbüro besucht, aus der Schweiz. Und ich habe ihn gefragt, möchte er beitragen zur Zukunft Europas, zur Konferenz? Und er hat gesagt, er ist nur einen Tag in Graz. Aber es dauert länger. Es ist ein Prozess und man kann sich immer einbringen. Es ist nicht nur ein Tag. Ich persönlich würde mir wünschen, dass sie jede Steirerin und jeder Steirer als Europäer und Europäerin fühlt und sieht, dass wir Teil dieses Ganzen sind. Und Altkanzler Kohl hatte mir gesagt, die Europäische Union soll von ihren Bürgern getragen werden und nicht ertragen werden. Nicht, dass wir denken, wir müssen da etwas erdulden, sondern wir können das mitgestalten. Und dass Demokratie, Frieden, Freiheit, Gleichheit weiterhin bestehen bleiben. Herr Kaiser, wie sind Ihre Ansätze im Hinblick auf die Konferenz oder die Zukunftsdiskussion? Sehr ähnlich, würde ich sagen. Also dieser konkrete Prozess, die Konferenz, die Sie ansprechen, die findet heuer zum Europatag, zum 9. Mai ihren Abschluss. Aber in Europa kann man sich auf einer tagtäglichen Basis einbringen natürlich. Genau. Also alle sind immer gerne eingeladen. Und ich würde sagen, und da würde ich mich auch anschließen mit den Erwartungen, das ist genau das, was wir brauchen natürlich, wie wir in unserem Gespräch gehört haben, wie wir bei den diversen sehr, sehr guten Beiträgen der Steirer gehört haben. Es geht darum, dass alle Menschen sich vernünftig einbringen, dass wir gemeinsam versuchen, zu einer Lösung zu kommen. Und so kommen wir zu Europa mit den Bürgern, von den Bürgern, Europa für die Bürger. Sie haben ja von Ihrer Tochter gesprochen, nicht die dramatische Situation da eben am 24. Februar mit dem Krieg in Europa. Aber wenn Sie an die junge Generation, an Ihre Tochter oder die vielen jungen Menschen denken, für die ja Europa selbstverständlich ist, weil sie da hineingeboren sind, welche Wünsche haben Sie für die jungen Leute, für die jungen Generationen? Ja, absolut. Genau das, Sie machen ja so viele Jugendprojekte. Ja. Genau das, dass es selbstverständlich bleibt, dass sie das erleben können, diese Vielfalt und diese Vielfalt als Mehrwert, als Schatz. Dass sie einfach reisen können und dass sie dieses Friedensprojekt Europa mit Leben füllen. Das wäre meine Zukunftshoffnung. Wir sehen da eben viele Hände, die haben eben auch dieses Maskottchen. Genau, das ist der Edi, das ist unser Maskottchen für die Europe Direct Zentren. Und die Kooperation beginnt schon hier, die in Österreich wirklich wunderbar funktioniert. Da sieht man auch das. Also auch Europa, das Europa-Maskottchen mit einem Lächeln natürlich. Ja. Absolut. Was sind denn so die Wünsche der jungen Leute, wenn sie sie danach fragen, was sie sich von Europa erwarten? Die decken sich mit unseren Wünschen. Ich glaube, dass die Bedürfnisse quer durch Europa sehr ähnlich sind. Wir wollen alle ein gesundes, glückliches Leben mit einem Dach über dem Kopf und einer Arbeit, die uns erfüllt. Und dafür braucht es Frieden. Absolut. Sind sie jetzt krisengeprägt und waren so viele Krisen, dass die Krisen aufhören, dass die Gemeinsamkeit im Vordergrund steht, dass es keinen Krieg gibt, absolut. Und dass sie eine gute Ausbildung haben, gute Chancen. Möglichkeiten, absolut, ja. Da bietet Europa natürlich viele Möglichkeiten. Absolut. Und eine davon wurde ja gerade auch konkret angesprochen, das Erasmus-Plus-Programm, also die Möglichkeit der Freizügigkeit. Ein ganz, ganz großartiges Prinzip, ein Grundsatz Europas natürlich. Das sind solche Sachen, die von Europa natürlich wirklich geboten werden. Ich wünsche mir auch, dass es eine Selbstverständlichkeit bleibt für die neuen Generationen, hoffentlich für noch viele Generationen. Wie wir schon besprochen haben, haben wir aber Herausforderungen und das bedingt dementsprechend auch, dass es nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass mich damit bewusst beschäftigt. Also ganz, ganz tolle Arbeit natürlich, die in Bildung dementsprechend geleistet wird, über Europa zu sprechen und zu schauen, wie man es besser machen kann, noch besser. Ich meine, das ist natürlich immer auch wieder der Entwicklungsprozess, gemeinsam zu schauen, was kann man verbessern. Also gerade die Konferenz zur Zukunft Europas stellt ja auch diesen Anspruch, weil Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, eben auch wirklich sich einzubringen, zu sagen, wie sie sich dieses Europa vorstellen. Ich möchte Ihnen sehr danken für den Dialog hier, für das Erzählen Ihrer Arbeit und den Einblick, wie eben Europa erlebbarer und in unserem konkreten Leben sichtbar wird. Und ich wünsche Ihnen, dass Europa in Ihrem Alltag eben auch schon beim Aufstehen Ihnen bewusst wird.